Good morning, good morning. Anscheinend wurde der Besitzer des Rucksacks gefunden. Lieber Paul, hol den sich jetzt gleich ab. Aber ich habe keine Ahnung, ob er ihn wirklich gehört oder ob er einfach einen Rucksack braucht. Wir werden es sehen. Er ist schon da und ich bringe ihn jetzt. Da bist. Mein Handy wollte mich nicht abheben lassen. Ganz unauffälliges Kamerateil. Wo sind die 200 Euro? Wir sehen den heute nochmal. Ich weiß. Mir gefällt es auch nicht, aber. Ja, das ist so. Hier kommt raus. Ich will mir ein Mystery-Objekt aus dem Rucksack schenken: Jack Robin, was auch immer das ist. Sollte ich das kennen? Ich hoffe, das kann die 200 Euro ersetzen. Und dann habe ich mehr auf. Ich habe nämlich in der Veranstaltungsgruppe von der Party den Rucksack ausgeschrieben, für 200 Euro zu verkaufen. Er hat sich gemeldet. Ich habe es gefunden. Oh nein. Ja, das schenke ich dir. Das ist sicher 200 Euro wert. Davon gibt es sicher nicht viele Menschen. Du hast. Na gut. Bis später, Junge. Justin. Es wurde noch so extrem schlecht aufgeblasen. Ja. Was soll man machen? Ich habe einen Hunger. Ich glaube, ich werde was frühstücken. Oder Mittagessen gehen, weil es ist Mittag. Ich muss jetzt in die Stadt fahren, um mit Paul was einzukaufen. Es fängt gerade zum Regnen an. Und es wird nun wieder eine nasse Radfahrt. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Am Domplatz, weil ich in Süd wieder nach hochladen muss, dann schnell die Annotations mache. Ich habe den Paul angerufen, das ist im Sonnentor. Ich wusste, wenn ich da Sonne ist, habe ich ihn wieder versucht anzurufen und er hat das abgehebt. Gehoben. Ein Wunder. Sind sie schon fertig und wir treffen uns jetzt beim Spar. Schauen wir mal. Ich verstecke mich gerade hinter dieser Säule. Weil da hinten laufen so Marketing- oder Meinungsumfragen-Leute rum und ich will nicht, dass sie mich sehen. Wir haben uns endlich gefunden. Das war ein schwerer Kampf, aber wir haben es geschafft. Meine Kamera wird nass, drum muss ich meine Hand drüber halten. Hallo. Hallo. Ja. Ich gehe euch jetzt wieder ins Trockene. Ich hab mir leicht heiß. Das war nur ein kurzes Zusammentreff. Ich bin wieder schon zu Hause. Ich habe halt genau das Regenfenster erwischt. Wie ich weggefahren bin, hat es angefangen zu regnen und kaum komme ich zurück, hat es auf zu regnen. Das war halt nur ein kurzes Zusammentreffen in der Stadt. Warum? Zuerst habe ich mich verspätet, weil YouTube so lange mit dem Hochladen gebraucht hat. Und dann habe ich noch schnell Annotations machen müssen. Weil sonst wäre das Video nicht hochgekommen. Dann habe ich nicht gewusst, dann waren die schon im Sonnentor. Und ich habe nicht gewusst, wo das Sonnentor in Neustadt ist, weil ich dort nie einkaufe. Dann habe ich versucht, den Paul anzurufen. Er hat natürlich nicht abgehoben. Paul. Schau es dann nochmal an. Ja, dann haben sie mich angerufen, wo ich bin. Dann haben wir uns Treffpunkt beim Spar ausgemacht. Da ich aber ziemlich in der Nähe war vom Spar und ich dachte, die sind noch am Sonnentor, was ein paar Straßen weiter ist, habe ich gedacht, da bin ich schneller dort, weil ich dachte, sie gehen erst hin, weil er sagte, wir gehen zum Spar. Und ja, habe draußen gewartet. Ja, sie waren schon drin. Wie sie bei der Kasse waren, habe ich das erst mitgekriegt. Ja. Das ist die Geschichte vom kurzen Zusammentreffen in der Stadt. Falls ihr euch fragt, warum ich plötzlich in einem Auto sitze mit anderen Menschen. Ich hatte vorher keine Menschen um mich, also mit Menschen. Hier sind sie, zum Beweis. Hallo.
ich bin jetzt auf dem Weg, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Party. Ich hasse es, ich in jedem Video vorkommen. Nicht in jedem, aber bis jetzt in drei. Der Paul kommt öfters vor. Vier, glaube ich. Ja. Gut, viel Spaß bei der Party. Trinkt nicht zu viel. Ich bin jetzt hier mit dem Hendrik. Jetzt möchte ich ihm die Frage stellen, wie zum Henker bist du aus meinem Garten rausgekommen? Naja, ich habe mich angezogen und dann bin ich über den Zaun drüber gesprungen. Wie war die Nacht? Eigentlich sage ich nicht. Feucht in der Früh. Aber ich mag es gern feucht. Das Bäume ist gar nicht zu kalt. Hier ein Glas. Dankeschön. Die Viecher haben mich zerfressen. Wie lange hast du geschlafen? Schon drüber, ich hätte wieder 10, halb 10. So lang? Ja. Mein Bruder war schon wach. Ich hätte nicht gedacht, dass du so lange schlafen. Um 6 bin ich geschlafen. Um 6. Wieso ist es zu spät? Weil noch Zufall Thomas und der Zufall hat sich dann bei mir verabschiedet. Das habe ich noch mitbekommen. Jedenfalls ich habe dann relativ schnell weiter geschlafen. Ich hab's gemerkt. Ja. Weil du hast nicht mehr die Wegwand herab. Hab's du das mit dem Gegenlicht? Ja. Ich hab man sich dann nur Schatten. Ich hab schon bei Mais besserem Gegenlicht gefällt euch. Vielen Dank. Toll, dann stell dich. Was sind wir denn dort? So, welche Zauber? Wir stehen uns da runter und so. Schnecke. Ich muss die Schnecke dann zensieren, weil die ist nackt. Über welchen Zaun bist du geklettert? Über den Haupteingang. Bist du da drüber gekommen? Das Tor quasi. Wie ich drüber komme? Bis 10 geschlafen. Warum muss man das im Fernsehen bringen? Im Fernsehen? Das ist eine Beleidigung. Warum geht das auf Sendung? Das ist so ein unnötiges Gespräch. Ich höre auf jetzt, ich gehe jetzt. Wie alles, was ich bringe auf diese Challenge. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Heimweg von der Party. Ich habe nicht so viel gefilmt, weil ich too much fun hatte. Was lacht ihr so deppert? Paul, ja? Ich hätte gerne eine Zusammenfassung von der Party. Warum muss, ich immer die Statements machen? Weil du bist der Lustigste. Nein, geht zum Wahlleder.